Hallihallo, herzlich willkommen in Baldus Welt. Heute geht's weiter mit WoW. Wir müssen unsere täglichen Pflichten erfüllen. Und ja, unser Panda-Bärchen hat die falschen Schultern, die falschen Hände, falsche Hose. Wir haben also neue Klamotten gehabt. Wir müssen ihn neu einkleiden. Aber wir fangen mal mit dem hier an und starten mal rein. Das erste, was ich mal probieren möchte, ist, ob man sich gleichzeitig im Dungeon und im Schlachtzug anmelden kann. Also ich glaube, heroischen Dungeon kann man nicht gleichzeitig mit den anderen anmelden. Wir nehmen erstmal alles an. Sucht die Wahrheit. Und dann gucken wir mal nach, ob wir uns heute wieder ein Reittier leisten können. Tschüss. Geht in Frieden. Oder ob da schon alles ausverkauft ist. Antworten. Erzählt nichts weiter. Her mit dem Zeug. So, also. Schlachtzug. Nehmen wir mal den einfachen. Also mit den ersten beiden Charakteren machen wir einfach die einfachsten Schlachtzüge. Beim dritten überlege ich mal, ob wir da einen anderen noch nehmen. So, jetzt könnte man ja gleichzeitig sagen, hier Gruppe finden. Und hier, das geht nicht. Also gleichzeitig heroisch noch anmelden geht nicht. Aber Szenario könnte man gleich noch suchen. Ich habe auch gar nicht mehr mich erinnert, es gibt auch heroische Szenarien. Da gibt es natürlich auch noch mal 1250 Punkte zu holen. Kann man auch machen. Dürfte auch relativ schnell gehen. Ich gehe davon aus, dass es da auch nicht so gefährlich drin ist. Obwohl letztens gestern bin ich in einem Szenario, da muss man schon auch mal aufpassen, wenn da irgendwelche Flächendamage Sachen gemacht werden, muss man ein bisschen aufpassen. So, soweit ich weiß, habe ich hier gestern aufgeräumt. Wir gucken mal nach. Jo, bei dem ist aufgeräumt. Alles schick. Da ist er. Und im Gegensatz zu den anderen Wolkenschlangen, naja, die hat auch eine sehr schöne Farbe, muss ich sagen. Wir müssen sie auch mal vergleichen mit den normalen Wolkenschlangen. Also man hat normale Wolkenschlangen bekommen damals hier. Und damit war man eigentlich auch sehr glücklich. Man hat drei verschiedene bekommen, soweit ich weiß. Und ich würde sagen, sie hatten dieses Gewitter nicht mit dabei. Naja, jetzt habe ich so viel drüber geredet. Wir gucken mal ganz kurz, wo die anderen normalen Wolkenschlangen sind. Vielleicht geben wir da mal Wolken ein. Oh no, jetzt werden wir angegriffen. Okay, also das hier war schon eine bessere. Das hier war eine normale, ja, da sieht man schon, dass die nicht leuchtet, die Goldwolkenschlange. Die donnernde, erhabene Wolkenschlange gab es auch. Das war die andere normale, die Azurwolkenschlange. Und die dritte ist die hier. Jetzt gucken wir mal kurz nach. Azur. Und unsere neue ist die hier. Ja lol, also ist im Grunde genommen dieselbe Farbe, ne? Ziehen wir mal kurz auch hier runter. Ist im Grunde genommen dieselbe Farbe. Und man könnte sogar sagen, die normale ist noch schöner, ne? Ohne dieses Blitzlichtgewitter. Jetzt überprüfen wir das mal kurz. Ja, da kann man natürlich sich schon mal fragen, was mit uns WoW-Spielern nicht ganz stimmt, ne? Da haben einfach mal so eine Wolkenschlange hier so Blitze und dadurch ist die super rare.
Alter Schwede. Okay, wir haben sie mit Blitzen. Da ist er. Mit Blitzen, ohne Blitzen. So, hier gibt es auch hier und da seltene Gegner und wir sind, glaube ich, sogar genau richtig für die Schätze. Tatsache, das hier ist der perfekte Ort für Schätze. Guckt mal, einmal gibt es hier den pandarischen Teekessel. Rums. Der ist hier auf diesem kleinen Tisch. Und wenn ihn aber ein anderer Spieler wegnimmt, ist er weg. Natürlich jetzt ein bisschen Blödsinn. Wir brauchen das nicht unbedingt. Den nächsten Schatz gibt es gleich hier drüben. Hier vorne. Das ist so ein kleines Dingsbums. Und dann kriegst du schon den ersten Erfolg. Und ich meine, hier sind auch ganz viele Sonne. Oh. Lol. Nicht euer Ernst. Ist nicht euer Ernst. Ist nicht euer Ernst. Haut ab hier. Okay, da sollte man richtig aufpassen. Sonst wird man gekillt. Die mounten einen sofort ab da drüben. Da kommen sie. Da kommen sie. Wir haben noch einen Heiltrank zur Not. Aber das war's dann auch. Lol, die greifen immer noch an, ne? Jetzt haut ab hier. Sie hauen immer noch nicht ab. Wir nehmen Heiltrank, lol. Also lange kann er ja nicht schweben. Also wenn hier kein Wasser gewesen wäre, wären wir hinüber gewesen. Ich hätte gedacht, die greifen immer noch an. Was ist hier los mit den Biestern? Das ist ja unglaublich. Jetzt haut ab. Wir wollen hier nicht noch krepieren. Also, seit wann gibt es hier solche Biester? Das ist uns ja auch schon aufgefallen bei den anderen Typen hier. Unverschämten Außenseiter. Bei dem kleinen Biest ist uns das ja schon aufgefallen. Bei dem Shatling. Oh nö, ist nochmal dasselbe, ey. Ist nochmal dasselbe in einfach. Hilfe von außen. Entfernt diese Eindringlinge. Naja gut, dann wollen wir hier mal schnell durch. So, aber das war nicht normal. Also, dass die einen so weit verfolgen. Absolut nicht normal. Ich meine, viele sind umgedreht, ne? Schwächlinge, lasst mich Platz für unsere Gäste schaffen. Kommt, euer Tod erwartet. Kommt zu mir, Schlange. Zusammen werden wir diese Eindringlinge vernichten. So, da ist die Schlange. Ja, jetzt können wir zumindest mal sehen, welche... Schlange, erfülle mich mit deiner Macht. Zwei Bosse wir übersprungen haben in dem Dungeon gerade eben. Einmal den hier. Ja, und ich hatte mich so gewundert, ne? Aber das war halt ein heroischer Dungeon eben. Ist mächtig. Dafür ging er doch relativ gut. Lass mich nicht im Stich. So, weg mit der Schlange. Und jetzt weg mit ihm. Wir haben heute noch mehr zu tun. Sogar zusammen haben wir versagt. Ich versuche mich irgendwie rauszureden, ne? Und sie hat Flügelchen hier. Ja, was zum Beispiel auch neu ist, dass du anscheinend so, du kannst die Hose ausblenden.
Gut, dann steht dein Charakter in Unterhose da, ne? Also so weit sind wir noch nicht, dass die Unterhose auch weg ist. Da stehen zum Beispiel auch viele, viele drauf. Können sie endlich mal... Ja, hier, sobald wir so eine Wolkenschlange uns kaufen, kriegen wir diese dämliche Quest hier. Was ist das denn? Also gut, können wir abbrechen. So. Ich habe sie doch noch gar nicht gelernt. Ja, jetzt ist sie hier. Man kann sie auch noch umtauschen. Ja, damit. Die donnernde Rubinwolkenschlange. So, jetzt kann man die hier rausnehmen und zieht die einfach hier so auf die Seite. Dann kann man seine Lieblingsreittiere dann immer hier im Game direkt anklicken. Zack, da ist sie. Ist wie gesagt auch so wie eine normale, nur mit so einem Blitz. Auch eine super seltene. So, was man noch sagen kann, Pandaria ist mit das schönste Gebiet, wenn nicht vielleicht sogar das schönste Gebiet. Es ist natürlich immer Geschmackssache. Es gibt ja auch düstere Gebiete und. Aber wenn man jetzt so ein bisschen auf Grün steht, auf Wälder und Felder, ist das hier schon, würde ich sagen, das schönste Gebiet. Ich kann ja mal kurz überlegen, ob es noch ein schöneres gibt. Tor, ich werde die gesamte Mauer niederreißen. Und das gab es früher auch für einen Monat. Da sind sie natürlich clever, ne? Ich habe genug Bombas. Und haben sich überlegt, naja... Was ist denn, wenn wir das 2 Monate lang machen? Dann müssen die Leute gleich 2 Monate bezahlen. Ne, lauter solche Gedanken machen die sich heutzutage bei WoW Blizzard. Da machen die sich mehr Gedanken drüber als über das Spiel an sich. Deswegen hast du heute hier irgendwelche Quests, die Daily Quests, die nicht mehr blau sind. Dann haben manche Dinge haben Fragezeichen, obwohl sie ein Ausrufungszeichen haben müssten und. Aber das sind alles Sachen, die eher so einen alten Spieler halt komplett von den Socken hauen. Neue Spieler sind das Chaos hier, denke ich mal, alles gewöhnt. So, wir sind jetzt hier im leichten Modus. Das dürfte relativ schnell gehen. Hat man auch eben schon gesehen, unsere Gruppe ist relativ stark. Hier musst du schon schnell sein, dass du hier alle Bosse mitmachen kannst. Und sofort weiterflitzen. Was würde ich für einen Charakter empfehlen? Ist auch schwer zu sagen. Aber jetzt gerade so ein Jäger hier. Naja, so schwer ist es jetzt auch nicht, da durchzublicken. Ich würde vielleicht nicht mit einem Jäger anfangen. Also es gibt Charaktere, die haben hier Fernkampfattacken. Da stehst du immer in der Ferne und schießt. Ich werde eure Leichname von diesem Turm. Ich glaube, ich würde einen Paladin als ersten Charakter empfehlen. Der kann sich immer selbst ein bisschen heilen und macht typische Nahkampfangriffe und hat auch so ein paar Fernkampfangriffe. Da musst du aber nie bei stehen bleiben. Es gibt auch Charaktere, da musst du immer stehen bleiben beim Schießen. Er zum Beispiel hier schießt auch beim Laufen. Also da ist der Jäger schon eigentlich ganz nett. Also wenn man auf Fernkampf steht, ist der eigentlich ganz in Ordnung. Es ist vielleicht sogar besser für den Anfang, ne? Fernkampf. Da muss man nicht an jeden Boss so nah ran. Und die Wahrscheinlichkeit ist geringer, dass man stirbt. So, aber hier, ich weiß auch nicht, warum dieses Feuer keinen wirklichen Damage macht. Also früher bist du da so schnell wie möglich raus. Heute bleibe ich da oft drinne. Hier wundere ich mich manchmal, aber ich glaube, es geht weiter. Sobald der Erste da vorne ist, werden alle nach da vorne teleportiert.
Die Tore werden nicht mehr lange. Genau. Tötet diese Eindringlinge! Niemand wird mir entkommen! Guckt mal, die kämpfen da schon alle, haben wir ja gerade gesehen, und ich gucke mir das Video noch an. Da ist der Endboss. Und der ist leichter, als er aussieht. So, aber eigentlich hier im Stream gucken wir uns oft sowas an. Und ich muss auch ganz ehrlich sagen, ich habe auch als Spieler damals, habe ich mir sowas immer gerne angeguckt. Auch zum 10. Mal, muss ich sagen. Es ist natürlich manchmal dann ganz schlecht. Gerade als es noch schwerer war mit den Dungeons und so. Also da habe ich dann auch irgendwann angefangen, das abzubrechen, allein weil die Leute wirklich dann gewartet haben, bis man endlich da ist. Also früher haben die Leute wirklich aufeinander warten müssen. Dann musstest du wirklich zu fünft sein. Und das ist hier alles so ein bisschen anders. So, jetzt fehlt nur noch der letzte Boss. Er heißt Rygon. Warum auch immer. Hier ist so ganz komisch, hier musst du runter. Wir können mal gucken, also soweit ich weiß, mal gucken, ob man hier stirbt. Oh, man überlebt es gerade so, ne? Man überlebt es gerade so, muss danach hier gleich irgendwas nehmen, um sich wieder zu heilen. So, und den besiegst du im Grunde genommen dadurch, dass du dich erstmal hier hochschießt. In dem Fall hat es nicht geklappt, weil, glaube ich, ein anderer, weil schon zu viele hochgeschossen sind. Deswegen geht es nicht. Und dann bekämpfen sie ihn da oben. Ja, man sieht sogar. Also da ist WoW schon toll gemacht. So, zack. Und irgendwann, sie haben ihn seine Augen zerstört oder so. Und jetzt kann man ihn tatsächlich auch von hier unten angreifen. Vorher ging das noch nicht. Man muss hier aufpassen. Ich würde sagen, die Tornados sind somit das Tödlichste hier unten. So, aber davon sind jetzt auch nicht so viele da, dass es irgendwie ein Problem wäre. Und das war's. Her mit dem Zeug und raus aus dem Gedöns. Auch das haben wir abgeschlossen. So, ich hatte noch überlegt, welches andere DLC irgendwie besser ist. Und ich würde sagen, der Aufbau von Pandaria ist halt auch so cool. In anderen Gebieten, wie zum Beispiel Warlords of Draenor, hast du zwar auch sehr schöne Gebiete, aber die sind dann teilweise auch sehr abgelegen. So, da sind wir angekommen. Und ich würde sagen, das ist der Anfang von dem Raid. Also das ist ein anderer Raid. Das ist der vor dem Haupteingang, wenn man hier persönlich hinläuft und rein teleportiert. Davor. Davor steht tatsächlich die Wolkenschlange, die eine, die man bekommen kann. Ich zerbrech euch. Hier drinnen werden wir dem Boss begegnen, der das Strike droppen kann. Aber dieser Raid ist aufgeteilt in 4 Teile, würde ich sagen. So, die Leute sind schon alle da vorne. Ich jump da auch mal schnell hin.
Lol, den haben sie schon platt gemacht, okay. Aber gut, das war der erste Gegner. Das kann nur schwerer werden. Und da hinten sieht man schon. Also da kann man locker drauf gehen. Das wird eine Riesen-Action. Also dieser Raid ist vielleicht auch nicht für einen Anfänger zu empfehlen. Überhaupt nicht. Also gut. Naja, doch. Um ein bisschen Action zu haben und so, ist das schon witzig. Man muss hier rüber. Man hat einmal so eine Strömung, die man entgegenlaufen muss. Und dann kommen einem solche Dinger entgegen. Da darf man nicht rein. Jetzt hat der Krieger natürlich, der kann hüpfen. Ne, man muss hier immer so ein bisschen schräg laufen. Das ist eigentlich erstmal nicht so das Problem. Problem sind diese Dinger da. In dem Fall haben wir das aber auch super gemeistert. Ja, und wenn man das nicht meistert, muss man nochmal von vorne anfangen. Normalerweise hier sind auch Gegner in der Mitte, die einen aufhalten. Und da sind auch böse Gegner. Da fliegt eine. So, hier hat man so ein Zeug, was einen... Hier verlangsamt es einen einfach nur. Okay, wir haben es geschafft. Also das ist so die große Action einfach, eigentlich. Wir müssen aber mal weiter nach vorne jetzt. Ich versuche mal ganz schnell hier alles aufzuheben. Schwächlinge, zur Wiedergeburt des Zandalari-Reichs. Die Stämme haben sich versammelt. Ihr steht nicht nur einer Streitmacht gegenüber, sondern der geballten Macht aller Trolle. Die Hand von Zul wird sich wieder über ganz Azeroth erstrecken. Und ihr niederen Völker werdet wissen, was Schmerz ist. Nun werdet Zeuge der wahren Macht des Bestienkommandos. Der Kaladichuka Horidon, Kalimaste. So, da ist er, die Bestie. Farakistan reißt ihnen mit der Wut der Sande die Haut vom Leib. Ah, guck mal, unsere Leute sind so stark hier unterwegs. Er ist schon fast hinüber. Er stampft manchmal, man muss ein bisschen aufpassen. Und damit ist er schon hinüber. Und der hat es einen Try gedroppt, was auch so aussieht wie er. Leider ist es nicht so groß und hat auch leider nicht so viele tolle Sachen auf dem Sattel. So, schnell weiter. Die sind anscheinend richtig schnell hier unterwegs. Er soll uns nicht stören, so lernen wir diesen Raid hier mal im absoluten Schnelldurchlauf kennen. Ich habe ein Geschenk für euch. Die Zandalari lassen sich nicht aufhalten. Mit der Macht des Donnerkönigs werden die Zandalari wiedergeboren. Der Donnerkönig wird uns belohnen, wenn wir euch aufhalten. Lashem, lasst uns euch unsere Macht beweisen. Wir werden diese Eindringlinge auf der Stelle vernichten. Wir werden euch nie enttäuschen. So, da sind die nächsten Gegner. Und von denen muss man einen nach dem anderen platt machen. Und ich glaube, es ist entscheidend, dass man den richtigen zuerst platt macht. Jetzt wird schon angezeigt, der ist der erste, den man platt machen sollte. Der Winter naht. In Deckung. Ich werde das rein. Der Sturm zieht auf. So, ich muss hier erstmal reinkommen hier in den Krieger. Ich kehr, Shadra. Der Donnerkönig hat's versprochen. Naja, gut. Also hier geht alles sehr schnell. Man sieht auch, wir haben hier Ruf bekommen.
Wenn hier nicht so viel Gedöns angezeigt werden würde, könnte ich da auch mal sehen, wofür. Das ist schon wieder gelöscht. Also irgendwie kann man hier die Beute der anderen Spieler nicht ausschalten. So, auf jeden Fall war das das Ende von diesem Teil. Wir melden uns gleich mal fürs nächste an. Die gehörten alle zu einer riesigen, mehrköpfigen Megaschlange. Behaupte ich einfach mal. Und jetzt kommen die Killerschnecken. Die dürfen einem nicht zu nahe kommen, sonst ist man hinüber. Genau, und das war selbst, wenn man das alleine gemacht hat hier, und die konnten einen umbringen. Man musste unbedingt mit dem ersten Schlag gleich tödlich treffen. So, aber ich werde mal nicht so viel sabbeln, sondern wir konzentrieren uns mal darauf. Bleiben Sie so lange wie nötig bei ihm. Ich will ihn nicht auf der Straße haben. Dankeschön für den Follow. Und hier gibt es auch das, ne, und man sieht schon, jetzt sind ganz viele gestorben. Die sind der Killerschnecke zu nahe gekommen. Ja, ihren Loot, so muss man aufheben, da gibt es dieses Spielzeug, aber das haben wir uns ja gekauft. Wäre total ärgerlich, wenn das jetzt hier nochmal droppt. Da gab es dieses ganz teure Spielzeug, was es hier gibt. Ja, und am besten ist, man bleibt einfach so weit zurück, wie ich das gerade mache. Dann begegnet man auch gar nicht den Killerschnecken. Da oben ist die nächste. Also soweit ich weiß, haben die nicht besonders viel Leben. Könnt's mal beobachten. Ich denke mal, die sollten halt von Fernkämpfern platt gemacht werden. Wir können mal hier auch was drauf schmeißen. Jetzt ist sie hinüber. Da ist die nächste und wahrscheinlich auch die letzte. Ums. Aber man sieht, da sind schon wieder ganz viele krepiert. Sie haben die Schnecken unterschätzt. Die Macht der Schnecken. So, jetzt haben wir es bis nach hier hinten geschafft. Mal gucken, ob ich noch... Ach, und guck mal, da unten ist der Vogel, den man... bekommen kann. Den haben wir noch nicht gekauft hier. Und das haben die Leute halt früher jede Woche gemacht, um an diesen Vogel zu bekommen. Deswegen ist dieser Vogel, wenn man ihn sich jetzt hier kaufen kann, auch super teuer, sage ich jetzt mal von den Punkten her, der teuerste. Er war super selten. Wir können ja mal drauf achten. Wir sehen ja teilweise den Loot, den die anderen kriegen, ob irgendeiner diesen Vogel kriegt. Aber es ist natürlich jetzt komplett unwichtig. Den können wir uns jetzt kaufen. Und ich überlege mir mal noch, ob wir hier noch öfter diesen Raid machen oder vielleicht dann doch nur noch den letzten Raid. Na gut, da müssen wir schnell gucken hier. Nee, da können wir nichts sehen. Kriegen wir ihn? Her mit dem Vogel. Da ist er, die Bestie. So, was haben wir denn hier? Das sieht so aus, als würde man hier gebrutzelt. Oh no, wir werden gebrutzelt. Was ist hier los? Das macht aber nicht so besonders viel Damage. Was war das? Okay, hier muss man sich rüber teleportieren. Einmal kurz hier ranklicken. Okay, und das ist schon der Endboss hier von diesem ganzen Theater. Also ich würde sagen, das ist der absolute Endboss. Lass mich mal kurz gucken. Spitze der Stürme, jo.
Da hatte also ein Teil jetzt gefehlt. So. Er macht eigentlich hier so eine Fläche, wo man dann nicht drauf sein sollte. Also er macht so mehrere Phasen. Oh no, da hat es jemand erwischt. Oh, hier machen sich welche riesengroß. So, und da sollte man jetzt wohl nicht mehr drauf gehen. Ich erledige das selbst. Lasst uns sehen, wie ihr euch gegen Blitz und Donner behauptet. Was? Seid ihr schon gegen die Macht der Himmel? Ja, wir werden gleich mal nach dem Raid gucken, welche Passage wir irgendwie ausgelassen haben. Auf jeden Fall die, wo diese Brücke zerstört wird. Ich glaube, das ist sogar der Anfang. Wo ich gerade erzählt habe, da ist so ein kleines Video mit drin. Ich würde sagen, das wurde ausgelassen. Also man sieht auch hier kaum, ne, dass jetzt das hier so verbrutzelt war. Jetzt kann man ihn hier angreifen. Wollen wir doch mal gucken. Und das war schon. Ich wollte doch nur die Arbeit der Götter vollenden. Jetzt kann man sich irgendwo hin teleportieren. Wollen wir aber auch nicht unbedingt. So. Hallen der Fleischformer sind wir noch angemeldet. Nö, das Vorletzte hat gefehlt. Ja gut, dann machen wir jetzt das Vorletzte. Ja, wie die Leute sich hier ganz groß machen konnten, kann ich jetzt auch nicht genau sagen. Wahrscheinlich ein Spielzeug. Es gibt natürlich ganz viele Spielzeuge, mit denen man sich groß und klein machen kann. So, also der Raid, der ist nicht so geil. Sag ich mal, er ist halt sehr düster und so. Stehe ich nicht so drauf. Da finde ich den letzten, den wir auch noch machen müssen demnächst, wesentlich cooler hier, die Schlacht um Orgrimmar. Oh no, sie kommen nicht hoch. Es hat sie erwischt. So, das hier ist auch sehr unangenehm eigentlich. Man sieht schon, lol. No, jetzt komme ich nicht mehr raus. Was ist hier los? Also hier tauchen immer neue Monster auf. Das hätte ich jetzt vielleicht nicht als erstes angreifen sollen. Es hat aber Gott sei Dank nicht so viel Damage gemacht. Seht die Macht der Leere. Da
hat Riesenauge. Augenmonster ist erschienen. Durum, der Verdammte. Der Verdammteste der Verdammichten. Ja, und ich achte gerade überhaupt nicht auf irgendwas. Wir hauen einfach mal drauf. Vielleicht treffen wir ja das Auge. Weg mit dem Biest. Also ich denke, das hier, das war schon sehr kompliziert eigentlich. Da hätte man schon sich sehr doll mit auseinandersetzen müssen eigentlich. Da hinten kommt auch noch jemand an. Wir jumpen mal schnell hinterher. Nicht, dass die uns alle abhauen. Und ich glaube, die Dinger machen auch richtig Schaden hier. Bin ich jetzt nicht sicher. So, dieses Ding ist jetzt zu diesem Viech geworden, glaube ich. Oder dieses Viech ist aufgetaucht. Primordius. Man sieht ihn kaum. Aber hier musste man auf irgendwas aufpassen, ne? Hier kommen zum Beispiel diese Viecher angekrochen. Ich denke mal, die musst du killen, bevor sie bei ihm ankommen hier. Ist jetzt aber auch nicht, auch nicht sicher. Okay. Den haben wir auch erledigt. Darf nicht gestört werden. Diese Macht, sie kann so nicht verwendet werden. Ihr spielt mit Kräften, die ihr nicht versteht. So, was ist hier los? Warum machen die nichts? Dann hauen wir sie schnell um. Bums. Ach so, oh je. Komisch, ey. Wo ist dieser Typ, der diese Brücke kaputt macht? Vielleicht verwechsel ich das dann doch mit einem anderen Raid. Also muss ich ja, sonst wäre der ja hier gewesen. Ich glaube, das hier ist schon der Endboss hier. Und hier gab es auch eine riesen Action. Die Gegner werden, glaube ich, immer größer. An der Seite sieht man das. Genau, jetzt stehen die auch noch auf. Greifen wir auch noch an. Dann gibt es hier aber auch. Ich glaube, hier wird dieser Raum noch geflutet oder irgend sowas. Auf jeden Fall will ich hier nicht unbedingt in diese Pampe rein. Und in der Mitte sieht es auch komisch aus. Aber ich glaube, man kann darüber laufen. Ja, einer steht da sogar drin, ne? Da kann man überall rüberlaufen. So, und da kommt wahrscheinlich jetzt gleich der Endboss. Er muss erst noch zusammengebaut werden. Da ist er.
Okay, und damit haben wir wirklich diese ganzen Dungeons hier erledigt. Ich konnte jetzt gar nicht sehen, was hier wirkliche Erfolge waren, die aufgeploppt sind oder so. Für jeden Dungeon abschließen bekommt man ja auch so eine kleine Kiste und einen kleinen Erfolg hier bei diesem Event. Jetzt haben wir hier so ein paar Kleinigkeiten bekommen. Und damit sind wir fertig mit den Dungeons. Jetzt müssen wir uns um die Raids kümmern. Umgekehrt. Damit sind wir fertig mit den Raids für heute. Und müssen uns um die Dungeons kümmern. Also mit diesem ganzen Rätselgedöns, hier ist ja alles vollgepackt mit so Rätselgedöns. Müssten eigentlich manche Spieler hier richtig glücklich sein. Die immer gesagt haben, ja, wir wollen krassere Quests. Da habt ihr eure krasseren Quests. Jede Menge Rätselgedöns. So, schaffen wir das zu zweit? Zu dritt. Den habe ich, glaube ich, noch nie platt gemacht hier. Dieser Zeitweg ist eine Utopie der Titanen. Kein Schatten, keine Verderbnis. Joho, wir sind zumindest zu 4, zu 5, zu 6. Haben die Experimente des Pantheons gesiegt. Was wir von ihnen lernen könnten, aber nicht heute. Bleiben wir konzentriert. Hier bin ich nur einmal reingekommen, da war der Boss schon besiegt. Temporalenergie verursacht diesen Wahnsinn. Wappnet euch. Das ist doch für die Wahnsinn. Was ist hier los? Die hat sich weggebeamt. Hör auf mit dem Rumgezauber. Gebt nicht auf. Wir haben es gleich geschafft. Ach ja, da ganz drüben ist klar. Ja, das ist tatsächlich hier aus dem einen Dungeon, aus dem einen alten Raid, würde ich sagen. Oder es kommt mir nur so vor. Das Gerät ist bereit. Jetzt kehren wir in unsere Zeitlinie zurück. So, wir haben noch einen Erfolg bekommen. Es könnte sein, dass es der letzte Zeitriss-Boss war, den ich noch besiegen musste. Das ist doch schön. Ist es schon an der Zeit? So, also wenn es nach ihr hier geht, sie kann man ja auch auf ehrfürchtig bringen oder irgendwas oder super freundlich. Möge euch die Zeit hold sein. Und das ist noch ein riesiger Weg, glaube ich. Was, ne? Benötigt ihr? Die Zeit alles. Schauen wir mal nach, was wir da bekommen haben. Oh, wir haben den Greif bekommen. Zügel des hungrigen schwarzen Greifen. Der, muss ich sagen, ist natürlich leider auch nichts Besonderes. Vom Aussehen her. Warum wird er denn jetzt hier nicht angezeigt?
besser. Naja, hat einfach so ein bisschen andere Farben als die anderen Greifen, aber ja, da haben wir die wunderschönen Greifen von Pandaria und da hält er einfach nicht mit. Ist einfach nur eine neue Farbe. Aber schön, dass wir den auch haben. So, was haben wir denn hier Schönes? Tausend Ruf bei ihr. Und hier haben wir nochmal so ein Ding gekriegt. Oh lol, wir hätten das bei den Niffen abschließen können, glaube ich, oder? Was ist das hier? Nee, hätten wir nicht. So, und weil es so schön ist, kaufen wir uns jetzt auch hier das letzte Tierchen noch. Ja, und dann kaufen wir uns hier noch dieses eine Haustier. Genug geredet. Warum ist das hier so duster? Gehen wir hier ins Licht. Und damit haben wir alle Tiere hier zumindest von diesem Zeitriss. Perfektionierter Koloss. Aber auch das, also sie sind auf jeden Fall lustig, diese Tierchen. Man muss auch das hier erstmal gemacht haben, sage ich mal. Sonst hat man dieses Biest hier nicht in dieser Farbe. Ja, wir müssen ihn tatsächlich mal vergleichen mit den anderen Biestern. Ist ja theoretisch so einer wie die anderen. Ich glaube, der sieht genauso aus. Also den können wir meinetwegen mal hier zu unseren Tierchen irgendwie dazuziehen. Ums. Fliegt mit uns. Daran kann ich mich gar nicht erinnern, hier schon mal geflogen zu sein. Doch, sogar fortgeschritten. Na los. Die Inseln sind erwacht. Riesenherausforderung hier heute nochmal zum Schluss, die Strecke rückwärts. Könnte ziemlich schwer sein, mal gucken, ob wir es packen. Nochmal volle Konzentration. Wir waren heute mega fleißig, haben super viele Punkte geholt. Vier neue Reittiere pro Tag.
Das neue WoW. Gibt sie uns alle. Ach nö, warum ist hier unten so ein Ding und wir müssen nach da oben? Shit, jetzt habe ich es ja wohl mal so richtig verkackt. Wir gucken aber mal nach, wie doll ich es verkackt habe. Also, das sind zwei Dinger, die hängen da einfach hier auch, ne? Da hängen da drüben, überall sind die Dinger verstreut und locken einem gut weg. Gemacht. Ihr und euer Flugdrache seid weg. Das war gerade mal Bronze. Ich habe ihre Rückkehr erwartet. Was ist das denn? Ruhmstufe 25? Achso, bei denen geht's bis 30 wahrscheinlich. Also nochmal rückwärts und nicht hier auf irgendwelche komischen Dinge achten. Ich würde sagen, die Geschwindigkeit ist ganz gut. Was war das? Da hing da oben so ein Ding rum, ne? Furchtbar. Gut, also das hätte man haben können. Und ich hätte ein bisschen schneller fliegen können. Aber wir haben Gold geholt. Sehr gut. Das ist unsere Hauptsache, Hauptbeschäftigung. Ah, okay, das war irgend so eine Quest hier, die wir hatten. Ah, eine neue Geschichte. Nee, gut, das kann er haben. Warum ist denn hier so eine Akro-Musik? Keine Ahnung. Da würde ich sagen, loggen wir heute mal so richtig episch hier aus. In dem kleinen, verrückten Gasthaus. Bevor die noch hier auf irgendwelche Ideen kommen, sind wir mal raus. Gut, Leute, hat mega Spaß gemacht. Heute waren wir super fleißig. Wir haben alles erledigt. Ja, ich muss sagen, Pandaria Remix, also ich hole das natürlich gerne so diese Punkte und wir versuchen weiterhin dort alles zu kaufen und zu erreichen. Es hat auf jeden Fall Spaß gemacht. Ich weiß noch nicht, wie viele Tage und Wochen das noch so viel Spaß macht. Aber es gibt genug anderes zu tun. Und beim nächsten Mal achten wir mal drauf, ob hier immer so eine Agro-Musik ist. Gut, dann lasst es euch gut gehen. Vielen Dank fürs Zuschauen. Gute Nacht. Und bis bald. Tschüss.